Die Feuerwehren Lauderbach Ost und Lauderbach Mitte sind heute Mittag zu einem Kellerbrand, Einsatzstichwort F2, nach Lauderbach-Wernges alarmiert worden. Als wir eintrafen, stellten wir fest, dass es bereits mittlerweile zu einer Explosion im Gebäudebereich im Wohnhaus gekommen ist. Die linke Seite des Gebäudes ist komplett eingestürzt im Bereich des ersten und zweiten OG. Das Dach ist zwar noch intakt, aber wir müssen jetzt Maßnahmen vornehmen, um schnellstmöglich das Dach also abzustützen, zu sichern und das Gebäude gegen einen weiteren Einsturz abzusichern. Im Einsatz sind hier die Löschzüge Lauderbach Mitte, die Löschzug Lauderbach Ost mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Wir hatten keine Gefahr in Bezug auf eine Brandausbreitung. Die Gefahr, die hier vor Ort besteht, ist in erster Linie die auch für die Einsatzkräfte, dass es zum Einsturz des Gebäudes kommen kann. Und das versuchen wir halt mit diesen Sicherungsmaßnahmen jetzt zu vermeiden. Soll das THW vielleicht noch kommen? Das THW ist jetzt im Moment nicht im Einsatz hier vor Ort. Wir haben einen Statiker da, wir haben zwei Fachfirmen mit im Einsatz hier und sind in der Beziehung momentan erstmal gut aufgestellt. Gab es denn Verletzte? Es gab eine verletzte Person, die ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mehr Verletzte gab es nicht. Wenn man sowas sieht, kommen da die Erinnerungen hoch von Lauderbach, von der Explosion? Ja, natürlich. Also solche Erinnerungen kommen immer hoch. Man denkt auch an so ein Einsatzgeschehen zurück. Aber es ist eine neue Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Es sind andere Maßnahmen, andere Wege, die wir in dem Falle gehen müssen. Aber in Erinnerung oder die Gedanken sind natürlich an dieses Ereignis von letztem Jahr immer auch noch gegeben. Da können ja die Anwohner von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Ja, nach den jetzigen Erkenntnissen, die vorliegen, sag mal, ist es der Beziehung noch glimpflich ausgegangen. Also ich persönlich hatte noch keine Möglichkeit, mit irgendwelchen Anwohnern zu sprechen. Wir konzentrieren uns halt jetzt auf unsere Aufgabe. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.